Das ist das Paradoxe. Ich kämpfe gegen diese Doktrin, ich kämpfe gegen dieses Dogma. Gegen das Dogma, nicht gegen die Menschen. Die Menschen, was sie auch glauben, woher sie auch kommen, sind immer respektwürdig und so weiter. Deren Würde darf nicht angetastet werden, in keinem Fall. Aber das Dogma, dieses Dogma ist ein Dogma, das die Würde der Menschen antastet. Und ich kämpfe jetzt dagegen, aber ich kämpfe im Grunde genommen nicht für mich selber. Denn, naja, so, wenn hier der Islam sich mal breit machen sollte, dann lasse ich mir einen Bart wachsen, nehme zwei, drei Frauen mehr. Hätte nur wahrscheinlich ein Problem mit der jetzigen, die das dann akzeptieren würde, ist eine andere Frage. Aber gut, ich wäre ja nicht unbedingt jetzt die bedrohte Bevölkerung, die ja da an vorderster Front stünde. Aber die Frauen, die Juden, die Homosexuellen, nicht meine üblichen, das sind diese linken Gegner da, die da ständig den Islam vertreten, das sind ja die Ersten, die bedroht wären. Also ich kämpfe jetzt im Grunde genommen für die zukünftige Freiheit der Emanzen, die mir das ganze Jahr die Leviten lesen. Also es ist doch irgendwie unglaublich. Aber so ist das Leben. Und genau aus diesen Bevölkerungsgruppen kommt am wenigsten Unterstützung. Genau diese Bevölkerungsgruppen, die unterstützen den Islam noch, die finden dann auch, dass der islamische Schleier seine Berechtigung hat. Also ich meine, zum Beispiel, das ist ja auch das Burka-Verbot. Wieso soll ich die Burka verbieten und nicht den Niqab oder Hijab oder Chador oder was auch immer? Das ist doch alles genau dasselbe. Das ist das symbolische, das äußere Zeichen der weiblichen Unterdrückung im Islam. Fertig, Punkt. Also entweder man akzeptiert keinen Schleier oder man akzeptiert sie alle, ob jetzt das eine Burka ist oder etwas anderes, ist doch genau dasselbe. Darum stört mich das eigentlich. Man konzentriert sich auf ein spezifisches Kleidungsstück und das ist dann auch noch eine afghanische Spezialität. Also meine, das genügt nicht. Also entweder man geht das ganze Problem an vom Rechtsstaatlichen her und sagt, bei uns sind die Frauenrechte garantiert, ist die Gleichberechtigung da. Bei uns kann jeder frei seine Religion wählen, er kann auch den Islam verlassen, wenn er will, ohne dass er jetzt da mit dem Tod bedroht wird oder 100 Peitschenhiebe bekommt oder was auch immer. Sehen Sie in Europa noch andere politische Parteien, die ähnlich wie die SVP mutig dieses Thema Islam anpacken? Also, wo ich Mühe habe, und sind wir in der SVP immer sehr vorsichtig gewesen, also ist mit der braunen Soße, nicht? Also wenn da plötzlich, das ist dasselbe, oder? Zwar ohne Gott, aber ich meine, es ist dieselbe Ideologie. Also diese Leute, denen der rechte Arm da irgendwie, die der rechte Arm juckt, die sind mir nicht sympathisch. Das ist es nicht. Aber es gibt jetzt immer mehr, ich sehe das auch in Deutschland, ich glaube in Köln habe ich da mal einen Kontakt gehabt mit einer Gruppe, in Dresden auch, ich war auch bei De Winter zum Beispiel in Antwerpen mal. Die sind nicht faschistisch. Also was die sagen, das ist auch mit unserem Programm vereinbar, das ist einfach eine Rückbesinnung, was ist unsere Zivilisation, was ist unsere Kultur, was sind unsere Wurzeln, was ist die europäische Identität oder was ist die deutsche Identität auch noch oder französische Identität. Was ist das etwas oder ist das nichts? Denn die Gegenbewegung sagt, wir sind alles Weltenbürger, nicht? Multikulti, Weltenbürgertum und so weiter. Was eigentlich eine Zerstörung der Diversität darstellt. Also sie sagen, sie seien für Multi-etwas, aber im Grunde genommen wird da so eine McDonald's-Gesellschaft geschaffen, so eine Hamburger-Gesellschaft, wo man nicht genau weiß, was drin ist. Ich habe immer Grenzen verteidigt. Denn eine Grenze ist nicht nur ein Hindernis, eine Mauer, eine Einschränkung der Freiheit. Ich muss immer nur wissen, was ist denn im Inneren dieser Grenzen? Eine Grenze ist nämlich auch das, was mich abgrenzt von meinem Gegenüber, was dessen Würde garantiert und meine Würde garantiert. Eine Grenze ist identitätsstiftend. Also ich weiß in diesen Grenzen, wer ich bin und was in diesen Grenzen möglich ist, was für eine Freiheit ich dort mir erlauben kann. Das Grenzenlose ist ein sich verlieren im Nichts, im Chaos. Deshalb bin ich für die Aufrechterhaltung von Grenzen, nur schon zur Sicherheit schon mal unseres Staatswesens. Wir haben jetzt die Grenzkontrollen aufgegeben, jetzt kommt da jeder rein, bedient sich und geht wieder, nicht? Also wir haben eine unglaubliche Zunahme an Einbrüchen und Diebstählen und 14% der Verbrechen, die begangen werden auf Staatsbund, sind Verbrechen, die über die Grenze, da kommen Leute über die Grenze, bedienen sich und gehen wieder nach Frankreich oder wohin auch immer.
Das hatten wir früher nicht. Jetzt kommen die Leute, die diese Grenzkontrollen aufheben wollten und sagen, ja, wir müssen kompensieren, jetzt müssen wir einen Polizeistaat schaffen. Nicht? Und jetzt wird jeder Bürger plötzlich suspekt. Und jetzt wird da so eine staatliche Kontrolle betrieben, die mir gar nicht sympathisch ist. Denn meine eigenen Freiheiten werden jetzt eingeschränkt durch Leute, die elementare Sicherheit aufgehoben haben. Deshalb, Grenzen sind notwendig. Eine Abgrenzung bedeutet, der andere ist anders. Ich akzeptiere ihn in seinem Anderssein, aber ich akzeptiere seine Identität, weil ich ja auch will, dass er meine akzeptiert. Aber damit ich seine Identität akzeptieren kann, muss ich ja zuerst meine eigene akzeptiert haben und überhaupt wahrgenommen haben. Wenn ich nichts bin, dann ist der andere auch nichts. Und dann herrscht das Irgendetwas, das ist dann das Beliebige. Ich muss doch zuerst mich besinnen auf meine Wurzeln und meine kulturellen, die Geschichte, die Menschen, die vor mir hier gelebt haben, die diese Hütten da gebaut haben, die haben eine Spur hinterlassen und die haben diese Spur in mir hinterlassen, in meinen Kindern werde ich das auch hinterlassen. Das ist doch nicht von ungefähr und das muss respektiert werden. Das muss auch jener, der von außen reinkommt, respektieren. Und dann wird er selber auch von mir respektiert werden. Aber wenn der das natürlich nicht akzeptiert und kommt und meint, er könne hier plötzlich einen ganz anderen Zoo aufbauen, das geht nicht. Da werde ich also bitter dagegen ankämpfen. Woher kommt Ihrer Meinung nach die kulturelle Selbstverleugnung, die sich in Europa immer weiter manifestiert? Ja, das ist die 68er-Bewegung. Also eindeutig, das kommt daher. Man hat alles, was irgendwie an Autorität erinnert hat, an Werte, an moralische Vorstellungen und so weiter, hat man erbarmungslos niedergemacht. Also Cohn Bendit ist für mich das Ikon dieser Vorgehensweise, dieser absoluten Beliebigkeit. Da ist alles genauso wahr, wie es falsch ist. Das ist diese Novelung, die George Orwell da präsentiert in seinem 1984, das ist genau das. Wörter wollen nichts mehr bedeuten, Werte gibt es keine mehr. Wer sich auf irgendeinen moralischen Wert stützt, der ist schon einer von vorgestern, der ist total verknöchert und so weiter und so fort. Prinzipien sind nicht mehr gefragt. Die Freiheit wird nur mehr in dem gesucht, nur mehr in der Grenzenlosigkeit gesucht. Das bedeutet, ich bin nur frei, wenn ich alles tun kann, was mir einfach so jetzt in den Sinn kommt. Ich muss keine Einschränkung erfahren im Lustprinzip, im Konsumprinzip und so weiter. Nun, auf dieser Basis, das ist völlig materialistisch, auf dieser Basis lässt sich kaum etwas Dauerhaftes aufbauen. Dann sind wir eigentlich nur irgendwelche Schemen in einem Spiel, das uns übersteigt und bauen nichts mehr auf. Wir konsumieren dann einfach, wir leben von einem Augenblick in den anderen. War der massive Einfluss der 68er-Bewegung ausschlaggebend für Sie, dass Sie in Ihrem Kanton Wallis den regionalen Ableger der SVP gegründet haben? Ja, das war eine Reaktion. Also besonders im Schulbereich habe ich den Einfluss der 68er gespürt. Das sind diese pädagogischen Theorien aus der UNESCO, kamen die da in den 70er Jahren. Also Leistung war nicht mehr gefordert. Jeder Schüler ist genial. Also man suhlt sich da irgendwie wie die Säue im Schlamm der Ignoranz. Und der Lehrer ist dann nur mehr so ein Animator. Nicht? Liebe Freunde, was tun wir heute? Welche Impulse möchtet ihr denn heute haben? Also, das geht doch nicht. Ich bin jetzt halt noch einer, der glaubt, der Lehrer, der ist dazu ausgebildet worden, literarisch und pädagogisch. Der weiß ungefähr, wo es lang geht. Ich bin kein autoritärer Lehrer, aber ich gebe doch eine Linie vor. Ich sage, jetzt lesen wir dieses Buch zusammen und ich fordere auch was und das Buch wird gelesen und es werden Vorträge gemacht und wenn einer eben nichts macht, dann kriegt er halt seine schlechte Note und fliegt durch. Fertig. Aber gut, das war jahrelang das verpönt. Nicht? Es wurde auch kein pyramidales Wissen mehr aufgebaut, also zum Beispiel das geschichtliche Wissen der Menschen. Es werden nur mehr so Wissensinseln vermittelt. Die haben da hier was, dann haben hier was und hier was und dann wird da so. Aber Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Wissensinseln bestehen keine mehr. Früher wurde das noch strukturell aufgebaut. Ich baue zum Beispiel in meinem Literaturunterricht
ein Wissen auf. Das geht, ich fange mit dem Barock an, weil ich unterrichte ja Deutsch als Fremdsprache. Kann ich ja nicht anfangen, aber so wie im Barock fange ich an. Dann gehe ich die 2,5 Jahrhunderte durch und baue ein Wissen auf und zeige, wie diese verschiedenen Weltanschauungen und literarischen Bewegungen eine zu anderen geführt haben, wie sich das entwickelt hat. Und die haben dann irgendwie einen Eindruck von Linearität, von, sie haben ein, irgendwie ein, soll ich dem sagen, ein Raster, mit dem sie die Welt interpretieren können.